Paran, Gold, eine nagelneue Folterbank. Das heißt, könnte euch gehören. Damit werde ich niemals einverstanden sein. Ausgezeichnet ein guter Kampf. Wie soll ich wissen, dass ihr mich nicht verraten werdet, wenn ich darauf eingehe? Keine Bange, ich habe zufälligerweise einen kleinen Geestzauber bei mir. Hier ist er. Der Verlierer der Partie stirbt zusammen mit allen seinen Verbündeten, die sich ebenfalls in diesem Raum aushalten. Was sagt ihr dazu? Seid ihr nun ein Spieler, gute Frau, oder seid ihr es nicht? Ja, nun gut, ich bin mit den Bedingungen einverstanden. Wenn ihr soweit seid, beschwöre ich den Geistzauber. Wenn also einer von euch im Kampf fällt, sterben mit ihm auch all jene, die ihm folgen. Sprecht euren Zauberbetrachter, wir werden sofort damit beginnen. Talisa, macht euch bereit. Bein, lasst uns das hier hinter uns bringen. Der guckt schon mal so komisch und der hat viele Augenschiele. Fragt nur. Ja. Natürlich. Okay, er steckt gut ein. Er kann aber auch ein bisschen austeilen, muss ich sagen. Kannst du ihn nicht einfach bitte totschlagen? Danke. Ah, das ist also das Ende. Und somit das Ende meines Dienstes an diesen besonderen Drow-Tölpel. Ich meine, was ist los mit diesen Drow? Haben die wirklich nichts Besseres zu tun, als mich für ihre dämlichen Zwecke zu beschwören? Hey, seid ihr nicht der Zuschauer aus der Stadt der Sahugin? Das bin ich. Soll ich mich jetzt wieder darüber bedanken, von einer der langweiligen Aufgaben der Schöpfungsgeschichte befreit worden zu sein? Diese Drow lernen es einfach nie. Warum seid ihr nicht ebenso gestorben wie die Drow? Genug, ich kann es nicht zulassen, dass ihr hier noch länger lebt. Findest du das Ungetüm? Ja, das wird wohl stimmen. Was habt ihr jetzt vor? Ach, wisst ihr, das nächste Nest suchen. Nach den Damen fragen das übliche halt. Und ihr? Ebenfalls. Ich werde Drow töten gehen, denke ich. Ich bin auf der Suche nach Macht. Und mein Überleben kämpfen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Einfach versuchen, hier rauszukommen. Nehmen wir mal die vier ganz Schnippes. Richtig, nehmt es nicht persönlich, aber ich muss gehen. Die Natur ruft und all das. Und jagt das Dach erst in die Luft, wenn ich mich aus dem Staub gemacht habe, ja? Wenn ihr so freundlich wärt. Okay. Die Aethia ist tot und die abtrünnige Baalbrut kommt immer näher. Mythical, mein verbündeter Gedankenschinder. Ihr müsst diesen Narr aufhalten, bevor die Dinge noch weiter aus dem Ruder laufen. Okay, Elifin. Ich nicht so mit euren Tentakeln in meine Richtung, Mythical. Ich habe keine andere Wahl. Meine Schergen werden abgeschlachtet. Selbst meine Priesterin ist schon zerstört worden. Ja, zerstört kann man es nennen. Wenn ihr in den Gehirnen dieser Baalsklaven gütlich tun wollt, werdet ihr eure Kräfte als Gedankenschinder gegen das Kind Baals einsetzen, das in unsere Gilde eindringt. Ihr dürft es diesem Eindringling nicht gestatten, mein inneres Heiligtum zu erreichen. Okay, jetzt haben wir es mit Gedankenschitter zu tun. Zum Glück besitzen wir chaotische Befehle. Das hilft ein bisschen. Nee, Stufenaufstieg. Das ist, was ich warte. Jetzt aber bitte erstmal eine Vollheilung. Vita Mortis Kaya. Wurde aber auch schon erledigt. Okay, an die hier außen komme ich nicht ran. Ja. Aber an ihn. Euer Wunsch ist mein Begehr. Oh, er hat viele hübsche Sachen. Ein Kettenhemd, zwei Säbel und eine Bogensehne. Kurzbogensehne. Die Sehne gehört zu einem Kurzbogen. Sie besteht aus einem äußerst seltsam formbaren Metall, das zu vibrieren scheint, wenn man es berührt. Bogensehne Gons. Gons, der Wunderbringer, der Gott der Erfindungen, hat diese magische Sehne erschaffen. Sie kann dazu dienen, selbst die mächtigsten magischen Bögen und Armbrüste noch zu verbessern. Dwaukum-Säbel plus 3. Nochmal einer und ein Kettenhemd, was wir gerade identifizieren können.
Level up. Stufenaufstieg. Priesterzauber der Stufe 7. Oh, das... Damit bin ich einverstanden. Zwar kein neues Attribut, aber ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Auswahl gehabt. Ah, Stufe 7. Nochmal ein Archontenschild wäre nett. Auferstehung und Massenerweckung. Halt 3 wie 10 plus 1 Trefferpunkte je Stufe des Zaubernden. Hm. Der Zauber kann verwendet werden, um Zwerge, Gnome, Halbelfen, Halblinge, Menschen wieder zu erwecken. Und der hier kann alles wieder erwecken. Hm. Genesung, große Genesung brauchen wir nicht, auch wenn ich... Der heilt leider nicht alles. Also an Trefferpunkten. Sonst wäre es schick gewesen. Und ja, wir hatten hier noch Massenheilung mit den Betten. Das sollen Betten sein. 1, 4, 6 plus 1 Trefferpunkte des, pro Stufe des Zaubernden. Wenn das wirklich 1W6 plus 1 pro Stufe wären und nicht nur 1W6 plus 1 pro... Also 1W6 auf eben halt das 1W6 und dann plus 1 pro Stufe des Zaubernden. Hm. Wäre das nicht schlecht gewesen, die Massenheilung. Okay. Dämon war... Nun, ich... Das hatten wir doch schon. Ich wollte nur... Ich habe eine Tochter nach dem Alter und so weiter. Ja. Fragt nur. Zurück in den Einsprengsel. Spätestens hier dürfte alles zu Staub zerfallen. Er hat den Gegenstand gewonnen. Genau, alles zu Staub zerfallen. Zespiner, was kannst du mit der Bogensehne anstellen? Flegel, ja. Oh, gute Schnur, das. Wie Schnur für Zubinden von Schuhen. Nur besser. Ja. Ihr habt Kurzbogensehne. War übrigens ein berühmter Bogenschütze. Ich kann damit den Dunkelfeuerbogen für 5000 Goldmünzen verbessern. Soll ich das machen? Was könnt ihr noch anbieten? Was haben wir denn da? Das Buch? Nichts. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr. Cespina Stolz. Ja. Flegel? Ja. Dann mach mal den Bogen. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Cespina geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. So, was kann der jetzt? Es ist ein Bogen plus 5. Hm. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Gut. Das heißt, wir können wieder hierhin zurück. Ja. Was möchtet ihr? Und damit eigentlich weiter. Boah, aber ein Quicksave machen. Oder ja, ich hätte rasten können. Ah. Erzählt mir mehr davon. Tschüss erstmal. Keine große Herausforderung. Ihr habt Kreaturen und Meere wie ihr. Oh, habe ich es übrigens. Doch, habe ich wieder hochgestellt. Aber Avery hat eine Stufe. Also stelle ich es gerade wieder runter. Und schön, dass die beiden mich verfolgt haben. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Priesterzauber 4, 5 und 6 und ein Attribut. Wow. Energieklingen. Einverstanden.
Priesterzauber. 3 nicht, 4 kriegt sie ein. Mach ruhig eine Todesschutzreihe. Den sollte ich auch öfter benutzen, ganz ehrlich. Nochmal chaotische Befehle, das klingt gut. 6. Stufe. Tiere herbeirufen. Ah, nehmen wir das mal. Probieren wir es mal aus. Fragt nur. So, Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Quick Save machen. Chaotische Befehle, chaotische Befehle. Wo versteckt ihr euch? Da. Dum-di-dum-di-dum-dum. So, die drei sind jetzt geschützt gegen Illifiden-Wahnsinn. Was immer ihr wünscht. Oh. Schleuderkugeln. Quecksilber. Hatte ich nicht irgendwas, für das man Quecksilber braucht? Eisfeile. Moment, war das ein unsichtbarer Pirscher? Kannst du den schon? Ja, kannst du schon. Kannst du den? Ja. Den sollte ich aber behalten und eigentlich sollte ich den mal lernen. Da, unsichtbarer Pirscher. Das glaube ich wahrscheinlich besser als der Lindwurm. Ja. Das nächste Mal, wenn ich, bevor ich raste, sollte ich das einstellen. Hi. Deine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ein Illifid-Vampir? Okay. Ah, noch einer. Auch gut. Schwierigkeitsgrad haben wir wieder hochgestellt. Ja. Hier ist was. Achso, da hatten wir schon geplündert. Die Feed-Vampire. Interessante Kombination. Die saugen dir nicht nur das Hirn, sondern auch noch das Blut aus. Tach. Die Augen bohren. Die Augen. Oh, wir haben jetzt Intelligenz, oder? Entzug. Intelligenz durch Gedankenschinder gesenkt. Auf 5. Das ist nicht so schön. Ja. Hat das natürlich. War's das schon? Das war's schon. Naja, der Typ da. Wo ist er denn? Ultra-Defeat. Ja, da. Mifikil. Der ist ziemlich leicht gestorben. Das ist, was ihr wollt. Meine Armee ist abgeschlachtet worden. Sie waren gegenüber eurer Macht hilflos. Ihr wäret ein großartiger Verbündeter gewesen.
Leider ist es dafür jetzt zu spät. Ja, für dich. Aber meine Diener und Sklaven haben ihre Leben nicht umsonst gegeben. Sie haben mir die Zeit erkauft, die notwendig war, um eine besondere Überraschung für euch vorzubereiten. Bereitet euch auf euer Ende vor, Balbrut. Okay.